Herzlich willkommen zurück beim neuen Talk von mir. Es war ein Freitagsspiel zwischen Borussia Dortmund und Freiburg gestern Abend. Und das hat Dortmund mit 13:0 gewinnen können, also ein relativ klarer Erfolg. Und da hätte auch noch höher ausfallen können, wenn Atubolo nicht einige Chancen super stark gehalten hätte und damit vereitelt hat. Aber wir fangen von Beginn an und ich will ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Für das Ganze einmal kurz für die kleine Vorgeschichte für Borussia Dortmund. Bis jetzt super in das Jahr 24 gestartet, auch wenn die nicht wirklich die schwersten Gegner hatten. Also sie hatten quasi einmal den kompletten Tabellenkeller mit Darmstadt und Köln und dann auch noch Bochum. Dann hatten sie Heidenheim, das darf man jetzt nicht sagen, ne? Das ist schon eine starke Mannschaft. Ich glaube Platz 9, Platz 10. Ich glaube, die wurden von Werder Bremen noch eins nach unten verdrängt. Hatten relativ einfache Gegner, alle besiegt, bis auf Heidenheim gab es 0-0. Bis jetzt gar kein Gegentor bekommen, außer ein Eigentor von Nico Schlotterbeck. Also ich muss sagen, bis jetzt hat keine Mannschaft es geschafft, ein Tor zu erzielen gegen Dortmund, auch wenn da gegen Heidenheim ein bisschen Glück auch dabei war. Und jetzt kommen die Freiburger. Die Freiburger, die selber gar nicht so gut drauf sind, haben einiges an Verletzungspech zu kämpfen, hatten aber auch starke Gegner. Die haben gegen Hoffenheim hat Freiburg eigentlich gut gewonnen im starken Spiel. Dann kam Werder Bremen, die momentan ja auch wirklich gut drauf sind. Gegen die konnten sie nicht gewinnen und dann kam Stuttgart und jetzt Dortmund. Und da ist halt noch schwer, Punkte rauszuholen. Freiburg ist momentan auf Platz 7 mit 28 Punkten. Für Borussia Dortmund ging es natürlich um die Champions League. Sie konnten mit dem Unentschieden, haben sie eigentlich viel Boden gut gemacht vorher auf Leipzig. Und mit dem Unentschieden ist das alles ein bisschen weiter geschmolzen. Nur noch ein Punkt vor Leipzig. Und naja, eben dann 3 Punkte hinter Stuttgart. Momentan jetzt eben punktgleich durch den Sieg und 4 Punkte vor Leipzig. Aber es kann sich alles natürlich heute und morgen noch ändern. Zu den Aufstellungen vom Spiel bei Borussia Dortmund finde ich es ein bisschen schade. Ich stehe halt auf deutsche junge Spieler, die eine Chance bekommen. Youssoufa Moukoko wieder rausrotiert nach 2 Spielen. Startelf in Folge. Er hat ja gut getroffen als Einwechselspieler. Kam dann jetzt heute nicht mehr zum Zug. War auch nicht ganz so überzeugend in den letzten Spielen. Wobei ich ihn gar nicht so schwach oder als so schwach empfunden hatte. Ich fand einfach, dass die ganze Dortmunder Mannschaft gegen Heidenheim und Bochum nicht wirklich überragend war. Ich bin sehr gespannt, wie er sich in dem Spiel wie gestern hätte schlagen können, vor allem in der zweiten Hälfte. Sonst von der Innenverteidigung alles klar. Positiv zu erwähnen bei Dortmund, Ryerson ist zurück, kommt als Rechtsverteidiger. Meunier ist ja auch Wintertransfer in die Türkei gewechselt. Sonst Schlotterbeck, Süle in der Innenverteidigung, Marzen links auch. Und Alter, der Typ ist absolut krass. Für mich auch bis jetzt also auf jeden Fall ein Contester für bester Linksverteidiger, also Team of the Week. Da im Mittelfeld haben wir Can Sabitzer zusammen. Can, ich glaube, sehr wichtig für Dortmund, dass der wieder da ist. Ich glaube, da wird ein bisschen unterschätzt, wie wichtig er ist. Einfach auch für die Aggressivität im Team. Und dann davor Gittens und Reus und dann im Sturm Mahlen und Füllkrug. Bei den Freiburgern haben wir natürlich die, ja, ich finde es ganz interessant, dass sie umgestellt haben eigentlich. Sie hatten ja sehr lange die Fünferkette oder 3-4-3 gespielt. Sind jetzt immer wieder auf die Viererkette gegangen, wie auch in diesem Spiel mit Makengo links, Kübler rechts, Gulde, Sidilia in der Innenverteidigung. Da fallen natürlich auch ein paar aus. Ebenfalls Matthias Ginter, sei dazu erwähnen. Mittelfeld haben wir Höfler und Eggestein, links Grifo, rechts Schalay, Höhler und Gregoritsch bilden so ein bisschen die Offensive. Insgesamt zum Spiel, Freiburg war relativ defensiv, muss man schon sagen. Am Ende hat Dortmund 65% Ballbesitz und auch von Schussverhältnissen her muss man sagen 17-6 für Dortmund und 8-3 davon aufs Tor. Also es war ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit war es vor allen Dingen so, dass sich Freiburg, wie gesagt, hinten reinstellt, aber auch versucht hat, immer wieder offensiv einzulaufen. Was mir sehr stark aufgefallen ist, ist, dass Dortmund im Spielaufbau viel entspannter agiert hat. Also sie haben öfter den Ball gehalten. Und ich hatte ja den Talk gemacht für das DFB-Pokalspiel Stuttgart gegen Leipzig. Leverkusen gegen Stuttgart. Sag mal, was sage ich denn hier? Und da ist mir auch schon aufgefallen, schaut es gerne, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dass einfach bei Stuttgart und Leverkusen, die halten den Ball ganz lange. Da kommen 2-3 Spieler zum Pressen und die treten einmal kurz auf den Ball entgegen die Laufrichtung der Pressing-Spieler und dann sehen sie ohne Probleme eigentlich den nächsten Mann und zack. Und das sieht dann so gut aus, so sicher, so klar im Spielaufbau. Und das hat Dortmund teilweise, muss ich dazu sagen, und vor allen Dingen dann auch in der zweiten Hälfte wirklich gut hinbekommen. Aber es waren viel weniger Ballbelust im Aufbau und Dortmund konnte das eigentlich relativ gut dominieren. Es kam das 1-0 durch Mahlen, das war eigentlich relativ ausgeglichen bis dahin. Und das hat auch Füllkrug gut gemacht, setzt sich gegen Sidilia super durch, schickt dann Mahlen im Sabitzer. Er legt dann nochmal ab auf Füllkrug im Strafraum und im Strafraum macht dann Mahlen das Tor. Und das 2-0 ist dann, wo sich Füllkrug richtig gut nochmal durchsetzt, schickt dann Mahlen nach vorne. Im letzten Moment nach rechts raus, Mahlen schießt rein. Easy 2-0. Zur Halbzeit Fanproteste wie immer. Und in der zweiten Halbzeit war es dann sehr dominant. Füllkrug Riesenchance. Sancho zweimal kurz vor Schluss. Auch Reus hatte eine super Chance.
Am Ende gibt es dann noch das 3:0 nach einer super Flanke. Wirklich wunderschön gezogen mit richtig viel Effet von Ian Marzen. Und dann ist es auch vom Ergebnis her voll in Ordnung. Ich denke, ein 4:0 wäre auch auf jeden Fall noch drin gewesen, wie anfangs schon erwähnt. Super Geschichte für den Tag noch. Ich habe es im Radio gehört dann, die letzten Teile der zweiten Hälfte. Und was richtig schön war, war dann das Comeback von Matteo Murray, der so lange raus war, wo dann der Stadionsprecher von Dortmund nochmal richtig abgeht, muss man sagen. Auch die ganzen Fans, wo viele Standing Ovations gegeben haben, beide Einwechslungen sind aufgestanden. Und das war einfach ein richtig schöner Moment. Ein super gelungener Abend für Borussia Dortmund, die, glaube ich, einige Fanseelen zumindest mal übers Wochenende ein bisschen beruhigen kann. Und einfach, Balsam. Balsam für die Seele war das, weil sie halt offensiv auch kreativ waren. Oft ist, sie waren im Ballbesitz viel sicherer, viel ruhiger, viel konzentrierter. Sie haben sehr aktiv, sie waren sehr präsent in der Defensivarbeit. Ich fand auch, Schlotterbeck hat ein klasse Spiel gemacht. Defensiv, also eigentlich fehlerfrei und offensiv ein, zwei Traumpässe, muss man wirklich sagen, gespielt. Wirklich super. Schlotterbeck wird immer, immer besser, meiner Meinung nach. Und so kann man, einfach sagen, gelungenes Spiel für Dortmund. Dortmund ist back. Wenn die diese Leistung auch nur ansatzweise zumindest mal ein Heimspiel halten können, sind sie auf jeden Fall ein Contester, wirklich für die Champions League sich da zu festigen. Vielleicht sogar noch Platz 3 Stuttgart streitig zu machen. Gegen Stuttgart wird ja noch gespielt in Dortmund. Und für Freiburg muss man sagen, darf man jetzt die Spiele gegen Stuttgart und Dortmund nicht extrem hochhängen. Aber man muss sagen, dass offensiv einfach, ich finde, da fehlt ein bisschen das System. Es ist sehr viel auch individuelle Klasse. Gregoritsch, der halt zwei Kopfbälle gewinnt, und Grifo. Aber da muss man echt nicht den Teufel an die Wand malen. Das waren extrem starke Gegner. Und man hat auch gesehen, sie haben ja auch eigentlich gerade in der ersten Hälfte sehr, sehr gut verteidigt. Waren lange auf Augenhöhe, bevor dann einfach es zu schwer wurde. Ich hoffe, der Talk hat euch gefallen. Sagt mir gerne, wie ihr das Spiel gesehen habt und die Situation von Dortmund und Freiburg seht. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.